Servus, Gamer und Gamerinnen! Willkommen zu einer neuen Folge Legend of Zelda Link's Awakening. Wir wollen uns den Weg durch die alten Ruinen bahnen. Haben in der letzten Folge uns den Bogen gekauft, uns wieder das Geld reingesammelt in den Stromschnellen. Beziehungsweise in den Sammelschnellen. Und jetzt gucken wir mal, was für einen Schlüssel wir da oben für den Tempel brauchen oder ob wir überhaupt einen brauchen. Kommen wir vielleicht auch schon so rein? Ich bin jetzt froh, dass wir uns den Bogen gekauft haben. Das hätte ziemlich lange gedauert mit Bomben, wenn es überhaupt gereicht hätte, uns mit den Bomben hier durchzubomben. Ja, mit dem Bogen sind die Viecher mit einem Schwaps weg. Und ja, gibt es da noch was zu sammeln? Nö. Aber Gegner gibt es noch en masse. Auch keine Muschel. Du, Bogen. Zum Glück kriegt man auch den Pfeil immer direkt wieder zurück von denen. Sehr praktisch. Noch ein bisschen umgraben. Nee, nix. Ich tue später in der ganzen Zusammenfassung mal noch alles ausgraben. Aber wir sind, glaube ich, schon drin, ne? Das könnte schon unser Tempel sein. Oh, 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 oh. Es sieht auch schon noch Tempel aus. Oh, 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 oh. Okay, ich brauche die Feder und den Bogen. Wenn ihr... So. Falscher Knopf, jetzt kann ich immer wieder... Ich muss das umstellen. Normal springe ich auf Y. Oh, jetzt kann ich es wieder falsch hingestellt. Ey, das war doch ein Treffer. Naja, das muss man dann auch nicht verstehen. Ich habe ihn jetzt einmal getroffen, aber im zweiten Mal klappt es nicht, ne? Ich brauche den Bogen. Er wehrt es aber trotzdem ab, weil es irgendwie in seinen... Ach so, ich muss gar nicht, jetzt wo er kein Schild mehr hat, warten. Egal, super. Wir haben es gerade so geschafft. Wir haben noch 10 Pfeile über. Lassen wir mal so stehen und schnappen uns den... Was schnappen wir uns? Den Maskenschlüssel. Haha. Freude über Mantling. Oh, Puder haben wir noch genug, für jedes Mal Licht ins Dunkel zu bringen. Oh, ein Bild von dem Windfisch. Bin ich mal gespannt, was es zu erzählen hat. Oh, Eiland Kokolint. Bist du nur eine Illusion? Bewohner, Monster, Meer, Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Weckst du den Träumenden, so wird sich diese Insel in Luft auflösen, wie eine Seifenblase zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Ist ja aber schade, das ist eine schöne Insel. Jetzt haben wir den Maskenschlüssel. Jetzt müssen wir noch den passenden Tempel dazu finden. Schöne Melodie überhaupt, übrigens im Hintergrund. Erst kommt nochmal die Eule. Da habe ich mir schon fast gedacht. Uhu, du hast das Bild gesehen? Natürlich weiß man nicht genau, ob Kokolint tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Vertraue deinem Gefühl, irgendwann wirst du die Antwort wissen. Blick auf die Karte. Jetzt wissen wir, wo könnte der Tempeleingang gewesen sein? Masken. Oder wir telefonieren mal mit Ulria. Weil ich sah hier keinen Tempeleingang.
War dort unten in der Wüste einer? Nein, oder? Ah, da wird doch was markiert. Ne, da waren wir drin. Da waren wir auch drin in der Djinn-Grotte. Ich glaube, wir müssen mit Ulria telefonieren. Nehmen wir das noch einen Turm. Wir gehen mal eine Runde telefonieren. Nicht auf frech gehen. Okay, hier war nur der... Was heißt nur? Hier gab es ein Herzteil. Jetzt versuchen wir mal nicht jeden Hokuspokus hier zu aktivieren. Teil der Macht. Geh weg. Ich brauche das nächste Telefon. Ulria, wo bist du, wenn man dich braucht? Oh, was ist das? Zwei Statuen im Wasser. Das schreit doch nach einem Herzteil, oder, Freunde? Ja, manchmal hat man so offensichtliche Sachen gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, bis man wieder dran vorbeilauft. Die Dottinger nerven mich übelst, also die gehen mir richtig auf die Senkel. Man kann irgendwie so kaum auf engem Raum was gegen die Viecher ausrichten. Ah, jetzt kann man dann die Fische des Todes. Komm, spreng. Gut. Ah, sieh an, sieh an, sieh an. Wo führt's uns wohl hin? Oh. Hey, Freunde, wir sind richtig. Wir sind richtig, wir müssen hier den Schlüssel einsetzen. Ich präsentiere der Maskentempel. Wenn er denn so hecht. Oh, ich lasse mal jetzt mal links liegen. Er hecht Maskentempel. Bitteschön. Nächster Tempel, nächstes Let's Play. Nee, Quatsch. Wir haben noch Zeit, Freunde. Wir haben noch ganz viel Zeit. Immer erstmal links. Wir gehen mal links. Jo. Okay, 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 die lassen wir mal auch links liegen, bis wir mal eine bessere Idee kriegen. Elefantenstatue, okay. Das sieht noch schwerer als schwer aus. Im Moment reicht deine Kraft dafür nicht. Warum sperre ich mich jetzt nicht ein? Doch, mache ich. Das war nicht schlau. Und Schachfiguren, zwei Springer, um genau zu sein. Und die Eule, mit der wir noch nicht kommunizieren können, weil uns der Schnabel noch fehlt.
Bomben, Herzen, da holen wir alles mit, was wir können. Pfeile, auch ganz wichtig. Und drei Herzen, sehr schön. Nehmen wir mit. Sieht nämlich ziemlich übel aus bei unserem, bei unserer Herzanzeige. Oh ja, das sind so richtig schön komplizierte Tempel, wo man dann richtig, genau im richtigen Moment den richtigen Schalter aktivieren muss. Sonst wird das nämlich nichts. Was bekommen wir hier? Den Kompass. Nun hast du den Kompass erhalten. Du kannst sehen, wo sich Endboss und Thron befinden. Außerdem zeigt er ein akustisches Signal an, wenn ein Schlüssel in der Nähe ist. Ah, schöner Trick. Okay, das bringt uns hier jetzt mal gar nichts. Aber vielleicht, jetzt haben wir wieder umgestellt, vielleicht geht es im nächsten Raum dann weiter. Ich nehme mal an, ich muss in diesem Tempel jetzt zigmal... Oh. Boah. Ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen. Aha, guck mal, da sind Felder markiert. Muss ich die vielleicht auf die markierten Felder draufschlagen? Was muss ich hier machen? Freunde? Kann ich die vielleicht mit Bogen oder Enterhaken ausschalten? Auf jeden Fall bin ich gleich tot. Ah, okay. Ich kann... Naja. Was soll ich denn noch machen mit denen? Das Ding geht mir tierisch auf die Nüsse. Kann ich doch Bombe dazwischen legen oder so? Ah. Okay, das hat lang gedauert, bis ich das so rausgefunden habe. Jetzt müssen wir aufpassen auf unsere Energie, ganz dringend. Ich habe keinen Bock, dass ich hier sterbe. Ein bisschen die Herzen wieder auffüllen. Also Enterhaken und Bomben sind hier unsere Freunde. Jetzt haben wir zwar den kleinen Schlüssel erhalten, aber... kommen nicht wirklich voran. Oh, ja. Die Herzen nehmen wir wieder mit. Das ist ganz wichtig hier. Kann ich damit durch den nächsten Raum rennen? Nein, kann ich nicht. Gut. Was war da unten jetzt nochmal? Jetzt geht's los. Jetzt muss man wieder gucken, was war wo. Ah. Oh.
Okay, wenigstens haben wir das jetzt mal gemacht. Also. Wir blicken langsam durch. Und erhalten die Karte. Ja, werfen wir mal einen kurzen Blick drauf. Oh, Freunde, das wird wieder ein Zweiteiler, wenn nicht sogar ein Dreiteiler-Folge. Das wird wieder länger. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Zu spät, zu spät. Ich komme viel zu spät. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden, zu welcher Kiste ich zuerst gehe. Ah, das bringt uns hier, kommen wir ja sowieso nicht mehr lang. Oder doch, wenn ich den Schalter jetzt wieder umlege. Ist hier wieder frei. Ah, okay, das bringt... Guck mal, da kann man eine Bombe legen. Gibt es hier noch ein paar Herzteile abzustauben, weil ich brauche Energie. Ein Herzteil. Versuchen mal nicht getroffen zu werden. Zum Glück haben wir so viele Bomben dabei. Was ist... Okay, wir müssen einen rätseln. Ich tippe mal drauf. Okay, was müssen wir hier tun? Ich mache einfach das Licht an und erstmal alle Gegner töten. Dann machen wir das Licht an und schauen, was passiert. Wenn nichts passiert... Ich mache trotzdem mal das Licht an. Man weiß ja nie. Hm. Okay, passiert nichts. Wow. Oh, oh, ich habe die Federn nicht ausgerüstet. Wallig. Kann man die mit dem Bogen töten? Das habe ich gar nicht. Nein! Mäh. Probier mal, ob wir die mit dem Bogen töten können. Nö. Feuerverschwendung. Sie bewegen sich Gott sei Dank nicht allzu schnell. Wow. Knappes Ding. Also hier müssen wir den anderen Schalter aktiviert haben. Den blauen. Da müssen die blauen nach oben schauen. Ja komm, da holen wir jetzt da oben die Truhe noch. Hat ja keinen Zweck. Oh. Okay, holen wir es. Nicht da oben die Truhe. Doch, holen wir uns, aber ich muss erst hier umschalten. Umschalten? Ja, ja, euch hatten wir ja schon. Ah, guck mal da. Die Herzen nehmen wir mit und dann sind wir wieder voll mit Energie und Leben. Dann noch die Schutzeichel und dann sollte nicht mehr schief gehen. Der Eulenschnabel. Ah, jetzt können wir auch mit der Eule labern. Nur, wo war die Eule noch? Die war irgendwo hier, ne? Oder? Die war hier, glaube ich, irgendwo. Ich weiß es nicht mehr so genau. Was geht's da hoch? Da kamen wir nicht hin. Was hat die Eule für sinnvolle Tipps für uns? Fragen wir sie doch mal. Wenn wir denn hinkommen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, der Weg ist jetzt hier, glaube ich, umsonst. Na, da unten ist die Eule gewesen. Da ist sie. Ein kurzer Blick auf die Karte. Ja, da unten in dem langen Gang. Bong, 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 bong. Geh weg! Komme ich jetzt in den langen Gang? Ne, unten rechts, ja.
Oh, komm schon. Ich hab keinen Bock jetzt euch jedes Mal. Jedes Mal aufs Neue zu töten. Ich bin immer noch froh, dass wir unsere Rubine wieder haben von dem Bogen, den wir uns gekauft haben. Was ist eigentlich... Wie komme ich eigentlich dort zu den Pferden? Ah. Unterirdischer Tunnel. Eule, was sagst du? Zerstöre Wände und du gelangst in die Augen der Maske. Zerstöre Wände und du gelangst in die Augen der Maske. Ah, das soll eine Maske darstellen. Zerstöre Wände. Moment, aber nicht die, da waren wir nämlich gewesen. Okay, wir gehen mal noch da an die Truhen gucken. Irgendwie werden wir schon langsam voranschreiten. Hier finde ich es doof. Das ist echt doof. Ich habe hier gar keinen Rubin für das zu öffnen. Gar keinen... zum Hochheben. Aber ich vermute mal schwer, man wird den Elefanten dazu brauchen. Oder missbrauchen. Sag mal, schlag doch. Au. Okay, okay. Kannst du nicht liegen lassen, ne? Es ist der eine tatsächlich weg. Ich wollte es mit einer Bombe machen, jetzt muss ich es doch mit drei machen. Sesam, öffne dich. Haben wir schon fast gedacht, dass da nur Rubine drin sind. So, da gehen wir mal rechts. Da waren wir jetzt noch gar nicht. Wir haben schon den linken Teil der Maske ziemlich gut besucht, will ich mal sagen. Oh, bitte. Da sind noch andere unsere Kameraden. Oh. Mach doch mal. Da gab es einen Trick, sich in die Ecke stellen und immer schlagen. Kann eigentlich nicht viel passieren. Schlagen, schlagen, schlagen. Und da geht die Tür auch auf. Ja, die Räume hatte ich noch ganz vergessen. Ey. Die waren schon fast aus meiner Erinnerung draußen. Aber da sind sie. So, einen kleinen Schlüssel haben wir. Wunderbar. Also sind wir richtig gegangen, links. Dann machen wir hier mal auf. Au. Hier gibt es jetzt Bomben. Also für diese offensichtliche Wand braucht man nicht unbedingt die... Oh, Zwischenboss. Die Eule, wollte ich sagen. Okay, ich nehme mal an, ich muss die Kugel auf ihn werfen, sonst passiert hier gar nichts. Ah, klappt. Der Trick mit der Kugel. Viermal erwischt. Das war's. Oh, eine Fee. Haben wir noch ein Glas? Ja, wir haben sogar noch ein leeres Glas. Da kommt die Fee direkt auch rein. Stimmt, wir haben ja zwei Feen. Das heißt, wir sollten ziemlich gut gewappnet sein im Kampf. So, Enterhaken. Und ein Teleporter aktiviert. Ja. Ein paar Minuten an die Folge dran. Ich habe nämlich Angst, dass ich nachher im nächsten Tempel wieder, in der nächsten Folge den Tempel wieder nicht schaffe, zeitbedingt. Deswegen lassen wir das Ganze mal so laufen. Was ist das im Raum mit nix? Was? Ah, hier geht's noch nach rechts. Was? 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 Okay, ihr wart jetzt genauso verwirrt wie ich, oder? Geht's nach oben.
Und dann bin ich Wohntempel hier oben. Ah, und da geht's angeblich nach oben weiter, aber... Die Wände machen immer das gleiche Geräusch. Wenn man das Schwert gegen die Wände haut, kann es manchmal mit einem anderen Geräusch bedeuten, dass ein etwas im Gange ist. Aber ja, jetzt sind wir wieder hier unten. Also es ist verwirrend. Mir schauen wir noch. Also diesen Raum müssen wir uns auf jeden Fall merken und markieren. Kann ich das markieren? Ah, Pin. Ich mache mir das mal als Pin. Als, als Pikaster. Da könnte was sein. Und dann sind wir wieder hier. Ah, und hier können wir ja gar nicht... Ja, was haben wir jetzt erhalten? Nix, ne? Kein Schlüssel, keine Karte. Nur den Teleporter, nehme ich an. Das ist zu schwer. Kann ich die Dinger wegbomben? Das jetzt zu, wenn ich die wegbomben kann, wäre es ja schon fast zu einfach. Na, da passiert gar nichts. Jetzt sind wir wieder am Anfang der Stage. Okay, wir gehen mal runter und dann rechts. Gucken, was da ist. Ach, ja, das geht ja nicht. Nee, nee, das ersparen wir uns jetzt mal. Das ersparen wir uns auch. Muss ich kurz überlegen, wo könnte man noch was reißen? Ja, hoch konnten wir nicht. Da war ja nur eine... Das. Wir bräuchten jetzt langsam mal eine Art Krafthandschuhe oder so, dass wir die Elefanten aus dem Weg räumen können. Weil hier, jetzt haben wir gar nichts Besonderes erhalten, ne? Den kann ich nicht hochheben und da geht's nicht weiter. Ah, da war noch ein Gang, wo ich hab müssen irgendwas anderes aktivieren, außer die Blauen. Das war da, glaube ich, ne? Jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher, was ich hätte sollten aktivieren. Jetzt muss ich wirklich wieder nachschauen. Ich glaube, Blau sollte aktiviert sein und Rot nicht. Das gucken wir uns noch an. Und dann cutte ich zur nächsten Folge, würde ich sagen. Sonst wird das alles hier zu lang. Ja, Rot muss aktiviert sein. Also, Freunde, Gamer und Gamerinnen, machen wir in der nächsten Folge. Aktivieren wir die roten Schalter und dann kommen wir hier auch durch. Danke fürs Zuschauen. Bis in Teil 2 Maskentempels, euer MDS Gaming. Abonniert doch gerne meinen Kanal, gebt einen Daumen nach oben oder schaut auf meiner YouTube-Seite vorbei, MDS Gaming, oder auf der YouTube-Seite Deutsche YouTube-Szene, wo ich mit ein paar anderen YouTube-Freunden eine eigene Seite habe. Also, bis dann. Ciao.